Hallo ihr Lieben, ja, ich möchte heute ein anderes Video für euch starten und dieses wäre Stempelabdrücke oder Stempelsachen kolorieren mit Aquarellstiften und einem Wassertanker, also Wasserpinsel, sage ich jetzt mal. Hier brauchst du dazu Blätter, also es gibt, also ich habe jetzt Tonpapier genommen in Weiß. Ihr könnt auch Karteikarten nehmen oder sonstiges. Dazu braucht ihr weißes Papier, einen Wassertanker und einen wasserfesten Stempelkissen in Schwarz. Dann braucht ihr Aquarellstifte. Müssen nicht so teuer sein. Also ich habe meine für, weiß nicht, 10, 15 Euro gekauft. Und es sind auch ein paar Stifte dabei, wo ich von meiner Schulzeit noch habe. Jo, eine ganze Kiste, wie ihr sehen könnt. Ja, das stelle ich da hin. Und dann braucht ihr einen Acrylblock. Ich habe hier einen großen. Den habe ich mir erst zugelegt. Also letztes Jahr irgendwann. Dann braucht ihr natürlich Stempelchen zum kolorieren. Ich habe hier alles hier unten. Welchen nehmen wir denn? Ja, das ist immer schon wieder so eine Schwierigkeit zum schauen, welche Stempelchen ich nehme. Ich nehme hier eine Katze und dann nehme ich ein Vögelchen und zum dritten nehme ich diese süße Maus mit dem Herz. Ja, und dann fangen wir mal an. Ich nehme jetzt auch mal, ja, die Maus. Dann nehmt ihr einfach euer Stempelchen, drückt euch so hin, also ungefähr gerade, dass es auch so schaut. Dann fest drücken. So, dann nehme ich hier mein Stempelkissen. Schaut, dass da kein Fusel drin ist. Aber ich glaube, das ist eher Fusel. Ja, ich habe viele davon. Und drückt ihr den Stempelkissen auf den Stempelabdruck hier drauf und schaut genau, dass auch überall gestempelt ist, weil sonst ist hier dann ein weißer Klecks und das sollte eigentlich nicht sein. So. Also ihr könnt es auch so machen, wie ihr wollt, aber ich mache meistens so und tue das dann nach unten, um zu sehen, ob alles mit dem Stempelkissen, ja, dass man sehen kann, dass es schwarz ist überall. Okay, dann lege ich mir das mal auf Seite und dann nehmt ihr euer Acrylblock mit dem Stempelchen. Ich nehme hier mal die Sachen mal auf Seite, weil die brauchen wir hier nicht. Dann schaue ich mir, das Gute an den Acrylblock ist, dass man sehen kann, ob man mittig ist oder ob man oben ist oder unten oder so. Und ich mache das ungefähr jetzt so. So. Meistens mache ich das so, weil es für mich einfacher ist. Und mache das hier drauf und drücke ganz fest, dass überall ist und zack. Bumm, schon passiert. Dann haben wir unser Stempelabdruck hier auf dem Blatt. Den Stempel mache ich gerade mal sauber. Benutze ich hier immer meine Feuchttücher, weil ich das einfach so immer ab und zu mal hier alles sauber mache. Also ihr könnt es auch so selbst machen oder unter Wasser stellen kann man es auch. Weil hin und wieder tut auch den Stempel mal gut, wenn er sauber gemacht wird. Und dann könnt ihr das wieder ablegen. So. Dann den ersten Schritt zeige ich euch mal. Also ich mache jeweils
Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein Bild machen sollte oder mehrere. Moment, geht halt weiter. So, dann zeige ich euch mal den ersten Trick. Weil ich habe jetzt gesehen, es gibt da mehrere Tricks. Also mehrere Tipps halt zum Kolorieren. So, dann habt ihr euren Stempelabdruck so. Ich hoffe, ihr könnt es alles sehen. Dann nehme ich mir, also suche mir jetzt die Farbe raus, was ich gerne haben möchte. Ich möchte ein Rot. Rosa. Rosa ist kaputt. Sehe ich gerade. Aber ich habe noch Rosa, noch ein Rosa. Rosa und Grau. Braun. Boah. Die eine Farbe, was ich eigentlich immer hernehme, die muss ich jetzt nachkaufen, weil die finde ich jetzt nicht mehr. Und ja, welche Farbe nehme ich denn jetzt? Schwierig, schwierig. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Und dann zeige ich euch mal einen Trick, wo ich erst gelernt habe. Und das funktioniert so. Ihr nehmt euch euren Stift auf der linken Hand und der rechten Hand habt ihr euer Wassertanker. Ich zoome jetzt noch ein bisschen hin, dass ihr das ein bisschen sehen könnt. Ich hoffe, das ist nicht unscharf oder sonst was. Und das funktioniert so. Ihr macht es hier mit eurem Wassertankstift hier auf der Spitze drauf. So. Und fangt dann an zu kolorieren. Das ist ja ganz einfach. So. Hier ist ein bisschen Übung mit drin. Und wenn es ein bisschen außer Rand geht, das ist nicht schlimm. Weil dann sieht man das, dass man das per Hand gemacht hat. Ich habe jetzt ein schwieriges Motiv auch hergenommen, aber ich glaube, das klappt ganz gut. Und ja, fertig ist das Herz. Also ich finde diese Technik eigentlich ganz gut und immer nach dem jeden Benutzen einfach die Spitze von Wassertanker sauber machen. Deswegen nehme ich auch dieses Feuchtpapier, weil das einfach so easy ist. Einfach so sauber geht. Dann braucht man kein Wasser oder irgendwas sonst. So, dann machen wir die Ohren rosa. Und den Bäuchlein und die Füßchen. Ich mache jetzt mal den Bauch hier. Bäuchlein, dann mache ich wieder. Wenn ich merke, dass die Farbe irgendwie so alle geht, mache ich da ein bisschen die Ohren innen drin, die Muschel halt. Und die Füßchen. Ja, da brauche ich ein bisschen Farbe. So, das haben wir jetzt schon. Dann mache ich den Stift wieder sauber, also meinen Wassertanker. So. Dann nehme ich die Grau her. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt auch wirklich alles sehen. Weil ich kann das jetzt nicht immer hingucken, ob das überhaupt so ist. Also diese Technik finde ich eigentlich ganz große Klasse. Ich habe das gestern Abend probiert und ich bin echt hin und weg.
dass es sowas gibt, dass man sowas machen kann. Irgendwo. Und nun fertig ist das Bild. Also ich bin sehr zufrieden eigentlich. Schaut mal, wie schön es ist. Die süße Maus. Und dann nehmen wir uns ein anderes Motiv. Also eins zeige ich euch noch. Weil sonst wird das Video zu lang und das ist nicht so gut. Viele mögen es nicht, wenn das Video zu lang ist. Aber das stört mich. Das stört mich jetzt sehr wenig, weil ich muss euch ja das zeigen. Ups. Ja, manchmal ist die Gefahr, dass es wieder rüber geht. Ich mache das ein bisschen grob sauber. Ich mache ja nicht bei jedem, aber mir ist es schon wichtig, dass die Sachen auch wieder sauber sind. Dann nehme ich mir wieder mein wasserfesten Stempelkissen. Und drück das so drauf. Und nehme den Stempelchen und schaue mir so ungefähr, so kann man es irgendwie sehen, dass die Farbe drauf ist. Leg das Teil wieder so hin und drück ganz fest drauf. Tada! Haben wir die Katze. Dann mache ich schnell mein Stempelchen sauber. Und da überlege ich mir jetzt auch, welche Farben ich nehmen kann. Da werde ich wieder gelb. Gelb und braun. Oder? Was meint ihr? Was meint ihr? So, ich nehme die hier. Ich habe dich. Das ist dunkel. Ja, dann nehme ich die. Dann machen wir die Katze. Mein Pinselchen. Und die gleiche Übung noch einmal. Zuerst den Kopf. Also ich mache den jetzt ganz, man kann auch alles anders machen, aber ich mache das jetzt mal, dass es schneller geht. So. Die Ohren. Haben wir die Katze. Dann ein bisschen rosa für die Ohren. So. Und die Schleife. Die Schleife von ihr mit Gelb.
Und für die Füßchen zum Beispiel. Und da oben noch ein bisschen schwarz. Und da die Nase. So, dann haben wir unser Motiv schon fertig. So, das war's jetzt auch. Und dann werde ich gleich noch ein Video drehen. Zum dem anderen Teil. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit mir, das zu kolorieren. Ihr könnt es nicht sehen. Entschuldigung. Da muss ich so halten, dass ihr es besser sehen könnt. Ich muss euch noch ein bisschen vorzoomen. Und wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachzeichnen, Nachkolorieren, wie auch immer. Und bis bald, ihr Lieben. Tschüssi!